Wenn ich mir neue Kopfhörer gekauft habe und dann etwas vom Bluetooth-Codex gelesen habe, habe ich den Teil immer einfach übersprungen, weil ich dachte, ja, wird schon irgendwie passen. Warum sich da aber doch ein zweiter Blick lohnt, erfährst du in diesem Video. Hi, hier ist Joshua von HiFi.de. Und bevor es losgeht, würde ich von euch gerne noch wissen, habt ihr schon Erfahrungen mit den verschiedenen Bluetooth-Codecs gemacht? Schreibt uns dazu gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ein Bluetooth-Codec bestimmt, wie beispielsweise deine Musik zwischen deinem Handy und deinem Lautsprecher übertragen wird. Er beschreibt das Verfahren, mit dem deine Musik vom Sender komprimiert und vom Empfänger wieder entpackt wird. Verschiedene Codecs haben dabei unterschiedliche Vor- und Nachteile. So kann ein Codec sehr energieeffizient sein, aber dafür Qualität beim Klang verlieren. Das kann man sich in etwa so vorstellen wie bei den verschiedenen Audioformaten. Ein Song als MP3 braucht deutlich weniger Speicher als derselbe Song als Waveform. Dafür klingt der Song als Waveform aber deutlich besser. Kurz vorweg ein paar Infos. Du kannst ein Codec nur nutzen, wenn beide Geräte, also Sender und Empfänger, diesen Codec unterstützen. Damit es aber nicht andauernd zu Kompatibilitätsproblemen kommt, bringt jedes Gerät, das Musik per Bluetooth streamen kann, mindestens einen Codec mit, SBC. Zu dem erzähle ich auch später noch ein bisschen. Es gibt ein paar Begriffe, die du kennen solltest, damit du den ganzen Bluetooth-Codec-Dschungel durchblicken kannst. Wichtig sind zum Beispiel die Begriffe verlustfrei und verlustbehaftet. Verlustfrei heißt, dass beim Komprimieren und Entpacken alle Informationen enthalten bleiben. Verlustbehaftet heißt dann logischerweise, dass bei diesem Prozess etwas verloren geht. Weitere Begriffe, die dir begegnen werden, sind Samplingrate bzw. Abtastrate. Diese wird in Hertz angegeben und steht für die Häufigkeit, mit der ein Musiksignal in der Sekunde abgetastet wird. Das bringt uns zur Bit-Tiefe bzw. der Auflösung in Bit. Denn bei jeder Abtastung wird eine bestimmte Anzahl von Bits gespeichert. Und umso mehr Bits gespeichert werden, desto genauer sind die Daten. Aus der Samplingrate, der Bit-Tiefe und den Kanälen, also meistens Mono oder Stereo, ergibt sich dann die Datenübertragungsrate. Diese gibt die digitale Datenmenge an, die pro Sekunde übertragen wird. Wichtig fürs Gaming und Filme schauen ist dann noch die Latenz, also die Zeit, die so eine Datenübertragung braucht. Ist die zu hoch, ist der Ton nicht mehr synchron zum Bild und stört damit das Erlebnis. SBC steht für Low Complexity Subband Codec und ist obligatorischer Teil von Geräten, die Audio per Bluetooth streamen können. Dadurch ist dieser Codec immer der kleinste gemeinsame Nenner und ermöglicht zumindest immer ein Audio-Streaming über diesen Codec. Die Anforderungen an die Hardware sind bei SBC sehr gering und erlauben einen geringeren Energieverbrauch. SBC basiert aber auf verlustbehafteter Komprimierung, bietet also kein verlustfreies Audio-Streaming. Er bietet Datenraten von bis zu 345 Kilobits, eine Bittiefe von 16 Bit und Samplingraten bis zu 48 kHz. In der Praxis werden aber nur geringere Datenraten erreicht. Die hohen Auflösungen wirst du mit SBC also nie hören. Ein weiteres Problem von SBC ist, dass die Qualität je nach Empfänger und Umgebung schnell einbricht. Ein Bluetooth-Lautsprecher im Nebenraum ist damit meistens einfach keine gute Idee. Je nach Hersteller kann zusätzlich auch noch die allgemeine Qualität von SBC variieren. Genauere Detailangaben findet man aber so gut wie nie heraus. Dadurch ist SBC zugleich der beste, weil kompatibelste und schlechteste, weil unzuverlässigste Codec. Die Liste der Codecs ist lang und verwirrend. Hier ein paar Beispiele sortiert nach der möglichen Datenrate. AAC, LC3, APTX, APTX HD, APTX Lossless, LDAC und LHDC. Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage, welcher Bluetooth-Codec denn jetzt eigentlich der beste ist, gibt's aber trotzdem nicht. Denn jeder Codec bringt auch Nachteile mit sich. Zumindest ist sicher, dass du, falls du hochwertige Kopfhörer nutzt, die die beste Klangqualität wünscht, mit einer Kabelverbindung weiterhin am besten beraten bist. Komplett verlustfrei schafft bislang einfach kein Codec. Auch wenn aptX Lossless ein Codec ist, der sehr nah dran kommt. Selbst die besten Codecs sind also aber immer noch limitiert. Auf unserer Website findest du einen Artikel, in dem die einzelnen Codecs noch einmal genau erklärt werden. Der Link zum Artikel ist unten in der Videobeschreibung. Und da Bluetooth auch einfach bequemer ist als eine Kabelverbindung und viele Smartphones ja auch gar keinen Klinkenanschluss mehr besitzen, würde ich auch gar nicht mehr auf Bluetooth verzichten wollen. Deshalb lohnt es sich vor allem beim nächsten Kauf einen Blick auf die Codecs zu werfen und mit deinen Geräten abzugleichen. So, ich hoffe, dass ich dir durch dieses Video die Bluetooth-Codecs etwas verständlicher machen konnte. Ich werde auf jeden Fall vor dem Kauf meiner nächsten Kopfhörer auf die Codecs achten. Macht's gut!